Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bekannte, liebe Freunde. Ich grüße euch alle und heute möchte ich hier einen Bürgerentest machen. Man kann diesen Test auch online machen, so zum Trainieren. Ne? Da steht hier ein Bürgerentest. Alle Fragen, alle Antworten. Ich suche die Bundesland, wo ich wohne. Schleswig-Holstein, das Land zwischen Meer und Ostsee. Und dann fangen wir hier mit der Frage. Ja, das Test haben wir schon angefangen, leider. Und fangen wir noch einmal hier. Ja, wer möchte nicht. Und dann fangen wir hier mit der Frage Nummer 5 bis 33. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Große Unternehmen, kleine Unternehmen, selbstständige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das war richtig. Was bedeutet die Abkürzung EU? Europäische Union. Was bedeutet die Abkürzung EU? Europäische Union. Das war richtig. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa? Mit dem Tod Adolf Hitler? Nein. Durch die bedingungslose Kapitulation Deutschland? Durch eine Revolution? Nein. Durch die bedingungslose Kapitulation Deutschland. Was bedeutet die Abkürzung SPD? Sozialdemokratische Partei Deutschland. An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament? Straßburg, Luxemburg und Brüssel. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? Adler. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes von Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz? Mutterschutz. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, eine In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, der Leiter, die Leiter der Schule, der Chef in einer Bank, das Oberhaupt einer Gemeinde. Das nennen wir. Das war richtig. Eine Gerichtshöfin in Deutschland ist. Eine Gerichtshöfin in Deutschland ist ein richtig. Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Klaus Schenk Graf
von Stauffenberg wurde bekannt durch das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Eine Erziehungs bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland zum Jugendamt. Zum Jugendamt. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf den Landwegen. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe der Eltern. Was bedeutet die Stasi? Die Geheimdienst der DDR. Was bedeutet die Stasi? Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? Sowjetunion, Großbritannien, USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. Ja. Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. Was ist die Bundeswehr? Die deutsche Armee. Was ist die Bundeswehr? Die deutsche Armee. Das Dritte Reich war eine Diktatur. Das Dritte Reich war eine Diktatur. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Pressefreiheit. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Presse. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Das Verbot von Partei. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie Mutter ist. Gewerkschaften sind Interessenverbände der Das war falsch. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Wenn Sie sich in Deutschland gegen eine falsche Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie Einspruch einlegen. Deutschland ist Mitglied des Schengener Abkommens. Was bedeutet das? Deutschland ist Mitglied der Schengener Abkommens. Was bedeutet das? Deutsche können in viele Länder Europas ohne Passkontrolle reisen.
was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus. Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen nach Deutschland? Italien. Ab welchem Alter darf man in Schleswig-Holstein bei Kommunalwahlen wählen? Wie nennt man die Regierungschef, die Regierungschefin in Schleswig-Holstein? Wie nennt man die Regierungschefin in Schleswig-Holstein? Das war falsch. Ministerpräsident, Ministerpräsidentin. Wo können Sie sich in Schleswig-Holstein über politische Themen informieren? Wo können Sie sich in Schleswig-Holstein über politische Themen informieren? Ja, habe ich den Test bestanden. Sehr vielen Dank.